Einen wunderschönen guten Morgen, eigentlich guten Abend. Halb achte haben wir. Kurz nach halb achte. Ich stehe schon an der Rampe in Neu-Isenburg, weil ich halt eine Ladestelle in Neu-Isenburg gekriegt. Weil ich ja sowieso dann sonst halt nicht hingehauen hätte. Mit 13 Uhr Tour. Ach, das ist auch scheißegal. Und ich bin dann gestern noch bis. Gestern sage ich schon. Heute habe ich noch so bis Neu-Isenburg geschafft von der Fahrzeit her. Ich habe aber meine 10 Stunden Arbeitszeit, ja, um 10 Minuten überzogen. Mein Gott. Kannst du nicht ändern. Das ist halt so. Ja, anstatt für Oranienburg irgendwas zu laden, laden wir jetzt für Berlin-Mariendorf. Das ist natürlich alles mehr als optimal. Das ist einfach so. Das ist total scheiße. Da hoffe ich dann einfach mal, dass wir dann morgen früh, wenn wir ausgeladen haben, dann gleich in Berlin eine Rückladung, also neu laden können, eine zweite laden können. Und damit dann rausfahren. Weil, wie ihr wisst, wir müssen ja. Oder ich muss. Oh, Alter. Oh, ich bin so durch. Muss ja dann morgens Dienstag. Und dann muss ich wieder dann rausfahren abends, um Mittwoch auszuladen, um Mittwoch in Heidelberg-Wiesloch zu laden, eine Druckmaschine, die wir dann am Donnerstag irgendwo in Berlin einbringen. Alter! Wir sind jetzt fertig mit Abladen. Ey, oh, ich hätte kotzen können. Halb sechs konnte ich schon mitfahren. Und das Abladen, das hat eigentlich alles relativ gut geklappt. Ups, hör auf hier rumzuhupen. Und letzte zwei Paletten. Da war ein bisschen Bruch dabei. Von 440 Milka-Schokoladen, Tafelschokoladen, waren drei kaputt. Und das hat eine halbe Stunde gedauert, bis sie abgeklärt haben, was die damit machen. Bis ich den Leuten mal gesagt habe, du, die bei Rewe haben die geladen, ich hab damit nichts zu tun, keine Ahnung, mach damit, was ihr wollt, ist mir egal. Ach, na, wenn die von Rewe geladen haben,
Na, dann sind wir ja selber dran schuldig. Ich sag, ja. Genau. Ihr könnt so krass hellseher werden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mir gestern schon gedacht, dass ich heute ins Stahlwerk fahren muss. Obwohl ich das nicht wusste. Und dann kam mir irgendwo so spontan in der Nacht die Idee, Mensch, na, wenn du heute bestimmt ins Stahlwerk fahren musst, brauchst du bestimmt noch Paletten. So. Und ratet mal, was ich brauche. 12 Paletten. Schön, da kommt gleich ein Kollege. Und dann haben wir die Paletten um. Ist ja nicht so, dass ich keine Zeit habe, wa? So, guten Morgen. Ich bin jetzt hier beim Kunden. Ja, halb neun. Und das ist die ganze Fuhre. 3x3 Meter. 25 Tonnen mal 24 Tonnen. Da hinten die Folie, die da liegt, das ist so eine komische Ölfolie. Ja, und die muss man auf jeden Fall immer rüberlegen. Über den ganzen Stahl, damit der nicht nass wird. Und damit er nicht anfängt zu rosten. Weil das ist ja super, duper, mega toller Stahl. Ist ja nicht so ein ganz normaler Stahl, wie sonst auch immer. Also kein Betonstahl und sowas. Und dementsprechend muss man den schützen. So, jetzt warte ich aber noch eine ganze Weile, glaube ich, bis hier überhaupt irgendwas passiert. Pause machen sie bestimmt auch gleich. Und einer ist noch vor mir oder zwei, keine Ahnung. Dann mal gucken, ob wir hier wegkommen. Schätze mal gegen 11 oder so. Lass mich mal überraschen. Kann ich euch aufnehmen. Wir haben es übrigens schon 10 Uhr. Stehen wir noch da, wo ich vorher stand. Und warte darauf, dass irgendwas passiert. Hey, das ist. Das hast du ja so oft in der Scheißbude. Das ist einfach nicht vorangeht. Das ist Katastrophe. Und wenn dann noch andere LKWs hier stehen, das ist noch viel schlimmer. Fühlt sich aber auch keiner so richtig zuständig, ey. Naja. Also wenn ich rankomme, dann dauert es mindestens auch noch mal eine Stunde, bis ich abgeladen bin. Wenn ich um 11 Uhr rankomme, bin ich spätestens halb eins hier weg. So in dem Dreh. Dann noch mal anderthalb Stunden bis da runter nach Wiesloch. Das ist ja 2. Ja, passt ja. Läuft. Einmal frei. So, wir sind jetzt um ja, 11:30 sind wir jetzt weggekommen. Und hatte ich mich noch mit der guten Frau da eine Flicken gehabt, dass es nicht sein kann, dass ich da 2,5 Stunden stehe und warte. Aber naja. Sie waren ja auch nicht angemeldet gewesen. Ich so, wie waren die angemeldet gewesen? Ich habe gestern Vormittag habe ich angerufen nach der Beladung. Da habe ich gesagt, dass ich vormittags gegen 8 Uhr da bin. Ich habe mich darüber erkundigt, wann ihr Warenannahme macht. Naja, sie waren aber nicht angemeldet. Hören Sie mir zu. Ich habe angerufen, habe gesagt, ich bin um 8 Uhr da. Was soll ich denn noch tun? Ja, ich weiß leider auch nicht, wie lange das jetzt noch dauert, bis einer fertig ist. Ich sage, ja, schön. Ich habe gesagt, es kann aber nicht sein, dass ich hier ständig bei euch in der Firma hier ständig warten muss. Jedes Mal das Gleiche hier bei euch. Immer muss man warten. Habe ich mit meinem Disponenten telefoniert. Hat er gesagt, ja, er ruft ja zum Stahlwerk an. Er beschwert sich da. Und bla und keks und hier und da. Naja, kurz nachdem ich aufgelegt habe, kam schon der erste raus und hat gesagt, ja, kannst darin fahren. Ja, so gut. Ja, das weiß ich nicht. Ich konnte mir erst dann schon so was denken, dass das so passiert heute.
Naja, sehr. So, jetzt bin ich um, keine Ahnung wann, ja, kurz nach eins oder so, bin ich da in Wiesloch zum Laden für die Druckmaschinen. Und dann muss ich gucken, was ich da halt wegkriege. Ich habe ja noch die ersten Leerpaletten, die ersten Hölzer. Gut, die Hölzer kann ich hinten noch hochstapeln, das ist kein Thema. Die Paletten krieg, glaube nicht alle, im Staufach drin, rechts. Muss ich mal gucken. Irgendwann wird sich schon ergeben. Nee. Achso, falls sich der ein oder andere fragt, warum ich gerade nicht durch Darmstadt fahre. Achso, ich bin übrigens in der Nähe von Darmstadt. ja, da ist halt für LKWs gesperrt, ab 7,5 Tonnen. Ist nur für den Lieferverkehr frei. Aber da ich ja nicht anliefer und nicht unbedingt riskieren möchte, dass da irgendein Stadtpolizist aus Darmstadt da steht und mich rauszieht und mich fragt, wo ich hin will und dann irgendwie nachforscht und dann das vielleicht eben ja nicht so ist, fahre ich jetzt einen kleinen Umweg über Rheinheim, ach keine Ahnung, irgendwas mit R und irgendwas mit Heim und irgendwas mit Rhein. Und ja, da fahren wir dann so Richtung A5 da, die Ecke da, so wisst, irgendwo da in die Richtung. So, dass wir dann irgendwann mal auf der Autobahn sind. So ist der Plan. Mal gucken, ob er aufgeht.